O Son of God, accept me on this day as communicant of thy secret supper, for I shall not divulge thy mysteries to thy foes. I shall give thee no kiss. Existenzielle Fragen, Videospielkonditionierung, Kritik an der russisch-orthodoxen Kirche und sehr, sehr große Kaviardosen. Das 3D-Adventure Indica des aus Russland geflüchteten Studios Odd Meter wirft euch in einen Fiebertraum, über den ihr reden wollen werdet. Ein Traum voller bizarrer Szenen und unwirklicher Dialoge, aber auch mit roten Fäden, die alles zusammen und euch am Bildschirm halten. Servant of God Indica shall now take communion with the body and blood of our Lord and God and Savior Jesus Christ. Du brauchst einen neuen Gaming-PC, möchtest aber nicht selber schrauben? Wir bei Krotus Computer fertigen hochwertige Gaming-PCs mit vielen Konfigurationsmöglichkeiten und individueller Beratung zu fairen Preisen. Schau einfach mal auf unserer Website vorbei. It is forbidden to leave the convent without a blessing. Die W-Fragen zu Story und Gameplay sind dabei noch leicht zu beantworten. Ihr spielt die Nonne Indica, die in ihrem Kloster irgendwo in der russischen Pampa ihren Pflichten nachgeht. Eines Tages wird sie damit beauftragt, einen geheimen Brief in ein anderes Kloster zu bringen. Dabei gerät sie in eine Auseinandersetzung, bei der sie von einem übel zugerichteten Häftling als Geisel genommen wird. Danach irren die beiden durch die Landschaft, um einen Ort zu finden, von dem der Mann glaubt, dass Gott ihn dort heilen wird. Hey, you! Drop your weapon! Drop it! You drop your weapon! Indica vergeudet aber keine Zeit damit, euch den Boden des konventionellen Storytellings unter den Füßen wegzuziehen. Es beginnt mit einer Sequenz im Pixel-Art-Style. Da sammelt ihr Punkte ein, von denen euch explizit gesagt wird, dass sie keinen Nutzen haben. Aber wenn ihr so seid wie wir, dann werdet ihr trotzdem für den Rest des Spiels darauf achten, so viele heilige Punkte wie möglich zu sammeln. Immerhin wird dann oben links eine hohe Zahl eingeblendet. Jahrelange Konditionierung lässt sich eben nur schwer ablegen, auch wenn man es eigentlich besser weiß. Genauso ergeht es auch Indica im Kloster. Direkt zu Beginn soll sie zum Beispiel 5 Eimer Wasser aus dem Brunnen holen, was das Spiel auch gnadenlos durchexerziert. Dann dürft ihr dabei zusehen, wie die Oberschwester das gerade gefüllte Fass direkt wieder umkippt. You haven't eaten even 10 of them. With God's help, we'll make it to spring. No way. Sisters won't eat after her. Mother, the sign of the cross saves from the plague. But this, God forgive me. Glory to Smaragda, don't tempt me. I'm sending Evdokia to you. Don't let this one into the refectory. Use that skill. Die Regel, den Spieler auf keinen Fall zu langweilen, bricht Indica hier mit Vorsatz. Die Botschaft kommt durch. Das Leben als Nonne im Russland des 19. Jahrhunderts ist kein Zuckerschlecken. Glaube und Gehorsam haben hier längst jeden Sinn verloren und es wird höchste Zeit für Indica auszubrechen. Auch sonst verstehen sich die Entwickler hervorragend darin, eine unbequeme Stimmung zu erzeugen. Kontraste oder viele Farben sucht man vergeblich. Die Gebäude sind alle seltsam schief, Tiere unnatürlich groß. Das ganze Setting ist außerdem von einer schrägen Steampunk-Ästhetik durchzogen, von motorisierten Fahrrädern bis hin zu einer grotesken Fischfabrik. Indica lässt die 3 Buchstaben W, T und F in Leuchtschrift in eurem Kopf aufblinken und sie werden bis zum Schluss nicht erlöschen. Zu sehen, was euch die tolle Art Direction als nächstes präsentiert, übt dementsprechend einen großen Reiz aus. Auch die Kameraarbeit ist bemerkenswert. Ihr spielt die meiste Zeit aus der Third-Person-Ansicht, viele Cutscenes werden aber aus Perspektiven gezeigt, die man nicht einmal in Filmen häufig sieht. Wie Hellblade spielt auch Indica mit dem Gedanken, wie viel von dem Wahnsinn auf eurem Bildschirm eigentlich real ist.
Immerhin hat eure Figur einen prominenten Gast im Oberstübchen, den Teufel höchstpersönlich. First you got pushed out of your house and then out of the monastery. Mit ihm führt Indica immer wieder Diskussionen über die großen Themen in ihrem Leben. Obwohl sie, wie vieles im Spiel, gerne mal aus heiterem Himmel losbrechen, sind die Gespräche unterhaltsam anzuhören. Vor allem der Sprecher des Teufels überzeugt, wenn er Indica mit bissigen Kommentaren quält und selbst dann noch irgendwie witzig und charmant klingt. Listen to her. Doesn't like getting abandoned in the middle of an act. What? What? Did you see the size of that thing? Maybe you wanted to join them. Not bad, I... Where is the Cadet? Bei den anderen Figuren, inklusive des Häftlings, den ihr die ganze Zeit an eurer Seite habt, sieht das anders aus. Die klingen eher, als hätten sie sich ein paar Gläser Wodka zu viel genehmigt. Auch das ist befremdlich, trägt aber seinen Teil zur Atmosphäre bei. If you only knew what we've been through. People showed up from other countries. Everyone who wanted to was already venerated. Listen. If you don't let me see the miracle, I'm dead. Literally dead. Direkt mit den Figuren interagieren oder Entscheidungen treffen dürft ihr leider nicht. Spielerisch erwartet euch ein simpler Mix aus Erkundung und Rätseln. Die kommen passend zum Rest natürlich auch mal ganz schön abgedreht daher. Da müsst ihr etwa in der Kaviarfabrik riesige Dosen stapeln, vor einem Höllenhund flüchten oder die Umgebung verändern, indem ihr den Teufel durch Gebete ruhig stellt. Das Setting steht dem recht simplen Rätseldesign dabei aber nicht im Weg. So bizarr die Umgebungen auch sind, löst ihr die Aufgaben doch meistens, ohne viel darüber nachdenken zu müssen. Indica ist definitiv mehr ein Erlebnis als ein klassisches Videospiel, aber es ist auch kein reiner Walking Simulator. Die Rätsel sind abwechslungsreich gestaltet und keine Mechanik wird euch öfter vorgesetzt, als sie Spaß macht. Ab und zu gibt es auch mal kleine Geschicklichkeitstests zu bestehen, vor allem in den immer wieder eingestreuten Retro-Abschnitten. Indicas Vergangenheit lernt ihr nämlich in liebevoller Pixel-Optik kennen, die einen krassen Kontrast zur Jetztzeit herstellt. In jeder der Sequenzen erwartet euch ein anderer Gameplay-Stil. Vom Jump'n'Run bis zum isometrischen Rennspiel ist einiges dabei. No, 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 you don't need that. Nostalgisch ist auch die Musikuntermalung, und zwar nicht nur in den 2D-Szenen. Der Klangteppich wird mit Chiptune-Musik ausgeschmückt, wie man sie noch aus der Frühphase der Videospiele kennt. Ganz schön seltsam, aber wie der Rest der Präsentation auch seltsam passend. Erinnerungen an früher spielen eine große Rolle in der Geschichte und ziehen sich wie ein roter Faden durch das Erlebnis. Indica, der Häftling und auch die russische Gesellschaft dieser Zeit werden euch auf surreale, aber effektive Weise näher gebracht. Ihr werdet trotzdem viele Fragen im Kopf haben, wenn euch das Spiel nach seiner kurzen Laufzeit plötzlich die Credits vorsetzt. Es ist, als wärt ihr gerade aus einem dieser Träume aufgewacht, die euch noch den ganzen Tag beschäftigen, obwohl ihr partout nicht wisst, wie euer Gehirn darauf gekommen ist. Bei einem Spiel, das so bewusst mit Konventionen bricht, ist es schwierig, die echten Schwächen von den bewussten Designentscheidungen abzugrenzen. Dass die PC-Version vor allem in den ersten Szenen unter Shader-Compilation-Rucklern leidet, verbuchen wir mal als Schwäche. Außerdem ist die Laufzeit mit etwa 4 Stunden knapp bemessen. Das Ende wirkt selbst für die bizarren Verhältnisse dieses Spiels abrupt. Wiederspielwert bietet es auch nur für diejenigen, die nochmal ganz genau hinschauen möchten. Das ändert aber nichts daran, dass ihr hier ein herrlich seltsames Erlebnis voller Kreativität und Liebe zum Detail geboten bekommt. Indica serviert euch seine Geschichte nicht auf dem Silbertablett und will, dass ihr zwischen den Zeilen lest. Es wird euch zum Lachen bringen, verwirren und vielleicht auch mal nerven. Wenn ihr diesen charmanten Teufel auf Augenhöhe begegnet, dann wird er euch aber nicht enttäuschen. Not a great shot. Yes! Sorry,
I can help if you let me. I don't think it can be helped. His nobleness has decided to listen to the visitation one last time.